So, da sind wir wieder bei Let's Play Dark Project und weiter geht's wieder hier in diesen Gang und diesen Burik töten. Das hat nämlich, hier, wie heißt er? Dark Raptor, unter mein Video geschrieben, dass ich einen Burik gesehen habe. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Ich habe keine Ahnung. Nein! Hm. Ah, dieses Gift, das regt mich auf. Ah, wie das Wesen allgemein. Ah. Ah. Stirb! Jetzt backt es an der Stelle fest, so wie es aussieht. So. Das war aber ein bisschen gecheatet dann. Finde ich, aber... Ich habe keinen Bock, das Vieh jetzt auf richtige Weise zu nochmal zu töten. Aber gucken wir mal, was da oben erstmal ist. Hä? Komme ich hier überhaupt noch raus? Lass mich hier raus. Ich will da noch mal hoch. Mann. Gavit, geh verdammt noch mal da hoch. Geht doch. Achso, da geht gar nicht weiter. Okay, sah so aus. Na denn. Da ist noch ein Burik. Ey! Ja, kann natürlich nicht. Wo bin ich? Genial. Ja, ich speichere hier mal. Dieser Burik, der macht mir Angst. Was ist nicht nur ein Burik? Ach du Scheiße! Das ist mein Todesurteil. Ach du heilige Mutter Gottes! Oh mein Gott. Gehen wir erstmal hier lang. Oh weh. Ja, wo bin ich? Das frage ich mich auch. Ich habe auch schon keinen Pfeil mehr. Hey, ein bisschen Gold. Autsch. Ah, dammit. Was ein Scheit. Laufen. Ich finde das Gold da oben. Gucken, was hier sonst ist. Ah. Wo bin ich denn zuerst lang gelaufen? Links, stimmt's? Oh Mann, ist das ein Labyrinth hier. Also da runterfallen will ich jetzt auf jeden Fall nicht nochmal. Egal was passiert. Ist in diesen. Nein, da fällt man runter, also wieder zurück. So.
Meine Güte, ist das hier verwirrend. Jetzt kommen wir mal in den mittleren Gang. Tote Burix. Ich speichere hier lieber mal. Das macht mir Angst. Sieht mir nicht geheuer aus mit diesen toten Burix. Das ist der rechte Weg, stimmt. Na, gucken wir mal, was hier sonst noch ist. Meine. Was ein Labyrinth. Stirb. Mann. Ich mag dieses Vieh nicht. Na. Mann, schon wieder drüber weg. Ich kann ziehen wie ein Weltmeister. Nicht. Tot? No. Ah, damn it. Ma! Das ist doch nicht wahr. Ja, komm. Ist hier überhaupt was? Ja, hier geht's sogar weiter. Mann. Laden. Hier waren die toten Dinger, egal. Jetzt gehen wir nochmal den Weg zurück. Und gucken, was in diesem Weg, wo ich nicht lang gegangen bin, war. Was ist da? Oh, sah nur so aus. Ah! Diese Viecher machen mir Sorgen. Ah! Geh hoch! Garrett! Du Vogel! Ah! Wasser? Mal gucken. Okay. Was ein Labyrinth ist denn das hier? Da komme ich auch wieder in diese Höhle zurück. Was ist... dieser Raum, wo ich war? Auf der anderen Seite? Meine Güte. Wenn das der gleiche Ort ist, wo ich gleich hinkomme mit dem Seil. Es war so klar. Es war so klar.
Aber hier ist auch sonst nichts. Ein bisschen Gold. Eine Deckenrolle. Und ein Brot. Ach, da sind Feuerpfeile ohne Ende. Na. Ah. Und wieder zurück, egal auf mein Leben. Scheiß auf mein Leben. Oh Gott. Ich muss mein Leben eh jetzt wieder irgendwie füllen. Heiltrank. So. Ich denke, ich nehme noch einen Heiltrank. Bevor ich hier irgendwie runter... Moment, ich habe einen Seilpfeil. Stimmt's? Feuerpfeil, Seilpfeil. Dididim. Okay. Lass mir das. Aber im Grunde ist das. Ah, daran habe ich gerade so durch Zufall gedacht. So. Hier. Speichern wieder. Es gibt auch gleich einen Cut. Moment, haben wir nicht... Wir haben Feuerpfeile. Verbrennt das Vieh damit? Ja, den wollte ich nicht verschwenden, die Pfeile. Mann, ich kann nicht zielen. Immer geht da drüber weg. Oh. Na. So, tot. Ein Pfeil verschwindet, egal. Jetzt sind wir hier oben. Wasserfall. Ein bisschen Gold. Und was ist hier sonst? Nichts? Ich weiß nicht, was hier sonst ist, aber auf jeden Fall. Suche ich beim nächsten Mal weiter, wo es weitergeht. Das war's für heute wieder mit Let's Play Dark Project. Ich bin euer MK Indiana Jones. Bis zum nächsten Mal.